Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Thomas Leif. Ein Witz zum Auftakt macht sich vielleicht ganz gut. Ich versuche mal mit einer vergleichenden Fragestellung. Was hat die katholische Kirche mit Demokratie zu tun? Gemeinsam. Zunächst mal recht wenig, weil Wahlen, sofern sie in der Kirche überhaupt stattfinden, ziemlich exklusive Veranstaltungen sind. Trotzdem gibt es was Gemeinsames. Hochämter. Und gemeinsam ist beiden zudem, dass Hochämter auch nicht mehr das sind, was sie mal waren. In der Kirche nicht und in der Politik nicht. Insofern kann ich an Herrn Siller nahtlos anschließen. Nach Jahren, in denen unsere Gesellschaft zwar nicht säkularisiert ist, in denen sie aber einen geradezu dramatischen Entkirchlichungsprozess durchgemacht hat, muss man wahrscheinlich erklären, in diesem Kreis, was ein Hochamt ist. Als ehemaliger Aktiver in der katholischen Pfadfinderschaft weiß das Thomas Leif möglicherweise als einziger unter uns. Hochamt, das ist der sonntägliche und feiertägliche, zumeist levitierte, so heißt das offiziell, also auch durch assistierende Personen unterstützte Hauptgottesdienst am Sonntag. Also ein besonderes sonntägliches Ereignis, in dem tiefe Bindungen zum Ausdruck kommen sollten. Aber bei dieser besonderen Veranstaltung ist die Teilnehmerzahl über die Jahrzehnte hinweg ziemlich geschrumpft, genau wie bei Wahlen. Die Gesellschaft ist moderner und kritischer, jedenfalls wählerischer geworden. Die Gesellschaft, die Zeiten aufdringlicher Wahlempfehlungen mit entsprechender Folgebereitschaft sind längst vorbei. Das wissen die Prediger auf den Kanzeln ebenso wie die Protagonisten Wahlkämpfen der Parteien. Kein Wunder also, dass die in ihrem Verhalten zunehmend mobile Kundschaft den politischen Strategen uns allen zunehmend Kopfzerbrechen bereitet. So viel zur Metapher vom Wahlkampf als Hochamt der Demokratie, mit der sich unsere Tagung schmückt. Die Rede vom demokratischen Hochamt ist ja verbreitet. Gemeint ist damit die besondere legitimatorische Bedeutung des Wahlaktes. Wahlen als Hochamt der Demokratie, das ist ein hoher Anspruch. In der demokratietheoretischen Diskussion sind Wahlen durchaus nicht durchgehend so normativ aufgeladen, wie dies der Begriff Hochamt insinuiert. Man muss sich gar nicht die Schuhe etwa der realistischen Schule der Demokratietheorie anziehen. Sie kennen das, in der Gefolgschaft von Schumpeter, Downs und anderen werden an Wahlen ja ganz bescheidene Ansprüche nur gestellt. Wahlen als Akt des friedlichen Elitenaustauschs, mehr nicht. Ganz so anspruchsvoll oder anspruchslos würde ich das dann doch nicht sehen wollen. Dennoch muss man sich fragen, stimmt das noch mit Wahlen und Wahlkampf als Hochamt der Demokratie? Oder ist das inzwischen mehr eine Art rhetorisches Ornament zur Rechtfertigung des hohen Einsatzes finanzieller Mittel, des Einsatzes an politischem Engagement, an Manpower und nicht zu vergessen an wissenschaftlichen Ambitionen. Schließlich geht es ja um was, nämlich um die Macht, um die zeitlich befristete Zuteilung von Herrschaft mit allen Vorzügen, die das so mit sich bringt, auch natürlich um begehrte Forschungsaufträge für die Wissenschaft. Man sollte vorsichtig sein mit weitragenden Veränderungsbehauptungen. Wer wie unser eins in die Tage gekommen ist und sich schon länger mit Fragen der Politikvermittlung und Kommunikation im Kontext von Wahlkämpfen beschäftigt, muss sich zunächst einmal wundern. Wundern über die Konstanz von wahlkampfspezifischen Themen, Problemen und Fragestellungen. Stammwählerschwund, Medialisierung, Internetisierung, programmatische Ausdünnung, Personalisierung, Gegnerbeobachtung, Negative Campaigning und Spin-Doctoring, demoskopische Dauerbeobachtung, intensive Metakommunikation, also die Diskussion über Wahlkampfführung im Wahlkampf und über politische Stilfragen und vieles andere mehr. Neu ist das alles nicht. Sieht man einmal davon ab, dass sich insgesamt das Tempo tatsächlicher oder auch simulierter Ereignisse bzw. Pseudoereignisse erhöht hat. Dass die Schlagzahl politischer Reizreaktionsmechanismen zunimmt.
dass der politisch-mediale Erregungsspiegel schneller steigt, dass Kommunikationsdichte, Interaktionen, wohl auch Interaktionssimulation zunehmen, wie sich überhaupt die sozialtechnologische Durchdringung von Wahlkampfgeschehen und Wählerverhaltensaspekten professionalisiert. Und selbst das Wetter ist schon wieder auf Wahlkampfmodus umgestellt, ob mit oder ohne Gummistiefel. Das Wetter ist jedenfalls eine wichtige Kontextbedingung, wie wir wieder mal sehen, für Chancenkalküle und Aufmerksamkeitsökonomie, nicht nur am Wahltag selbst, sondern auch in den Monaten und Wochen vorher. Ich schlage vor, bei Tagungen dieser Art künftig Meteorologen einzuladen. Das hätte dann tatsächlich innovativen Charakter. Im Ernst, wenn es Veränderungen gibt, dann sind es keine prinzipiellen, wie man überhaupt die immer wieder vorgebrachte Standardbehauptung vor der nächsten Wahl als historische, als Richtungs- oder gar als Schicksalswahl, wie man diese nicht für bare Münze nehmen sollte. Man lese etwa die mit etwas längerem Atem geschriebene Auseinandersetzung mit der Kulturgeschichte des Wahlkampfes in der Bundesrepublik. Thomas Mergel, Neuhistoriker an der hiesigen Humboldt-Universität, hat eine solche verdienstvolle Studie verfasst, der nicht ganz passende, muss man sagen, Buchtitel Propaganda nach Hitler. Es gibt nur wenige Bundestagswahlen, die im Nachhinein die Bezeichnung als Richtungs- und Schicksalswahl überhaupt verdienen. Ansonsten haben wir es mit der politischen Normalität von Koalitionsmehrheiten mit graduellen Veränderungen, politischen Bewegungen zu tun. Überraschungen nicht ausgeschlossen, zumeist aber kommen die dann während der Legislaturperiode. Dabei wird es in dem Maße für das Wahlvolk immer schwerer, im Vorhinein die graduellen Unterschiede auszumachen. Im Falle der Union oder besser gesagt der Kanzlerin bleibt es ja nicht bei der Gegnerbeobachtung. Sie ist zum systematischen Themenklau übergegangen nach dem Motto: Im Gegensatz zur Uni ist in der Politik Plagiat erlaubt. Legitimiert durch das Stimmenmaximierungsprinzip und geschickterweise fortwährend durch das Bundesverfassungsgericht. Da kann sich die FAZ dann noch so sehr aufregen, dass das Bundesverfassungsgericht keine Gesellschaftspolitik machen dürfe. Aber als Lerninstitution für die Kanzlerin und für ihre Partei ist sie es allemal sehr nützlich. Also ein bisschen was geschieht ja schon in der aktuellen Wahlkampfplanung, Wahlkampfentwicklung, auch in der Wahlkampfforschung natürlich. Aber im Blick auf unser Tagungsprogramm habe ich mich dann doch gefragt, ob auch der Haupttitel Wahlkampfstrategien 2013 angemessen ist. Schließlich haben uns Raschke und Thiels in ihrem verdienstvollen Strategiebuch gelehrt, dass wir es bei strategischem Handeln, bei strategischer Politik mit einem wörtlich zeitlich, sachlich und sozial übergreifend ausgerichteten und an strategischen Kalkulationen orientierten Tun zu tun haben, dass sich von Routinepolitik und situativer Politik abgrenzen lasse. Passt da noch der Begriff Wahlkampfstrategien? Was, wenn, Klammer fast, alle auf Sicht fahren? Wenn politische Kurzsichtigkeit zum Programm wird, weil sie Erfolg verspricht, letztlich über die Machtfrage entscheidet? Mein Eindruck ist, dass wir inzwischen mit dem Strategiebegriff im Kontext von Wahlen ziemlich großzügig umgehen. Einen letzten Gedanken noch, der für die bevorstehende Bundestagswahl vielleicht dann doch in legitimatorischer Hinsicht im Vergleich zu früheren Wahlen einen gewissen Unterschied macht. Ein Hinweis also auf das, was man als veränderte Legitimationsarchitektur dieses Bundestagswahlkampfes und der kommenden Bundestagswahlen bezeichnen könnte. Die Diskussion um grundlegende Veränderungen der Legitimationsbedingungen hat Michael Zürn, die Politikwissenschaftler kennen das, nicht zuletzt 2011 mit seinem PVS-Beitrag über die Perspektiven demokratischen Regierens und die Rolle der Politikwissenschaft im 21. Jahrhundert angestoßen. Was macht also diese veränderte Legitimationsarchitektur, die auch für uns vielleicht interessant ist, aus? Einen ersten Aspekt benennt Zürn selbst, nämlich den deutlichen Bedeutungsverlust etablierter demokratischer Verfahren sowohl auf der Ebene der Einstellungen als auch mit Blick auf die politischen Entscheidungsprozesse.
Während die Kerninstitutionen der Mehrheitsbildung zunehmend kritisch beurteilt würden, hätten, so Zürn, die Institutionen mit gesamtgesellschaftlicher Entscheidungskompetenz, die dem politischen Prozess entzogen sind, wie etwa Zentralbanken oder Verfassungsgerichte, überall ein deutlich höheres Ansehen. Hier erbringen zentrale Institutionen, die nicht unmittelbar demokratischen Verfahren unterworfen sind, ganz offensichtlich Ordnungsleistungen, die den Legitimitätsglauben, frei nach Max Weber, nicht nur erschüttern, sondern stärken. Eine bemerkenswerte Entwicklung, die nicht unbedingt eine völlige Entwertung von Wahlen, legitimatorisch aber doch deren Relativierung impliziert. Ein zweiter Aspekt kommt hinzu. Wie zu keiner Zeit vorher haben wir eine anhaltende, intensive Diskussion über die Notwendigkeit der Ergänzung demokratischer Repräsentation, vor allem im Wege von Wahlen, durch Abstimmungen, also durch direktdemokratische Verfahren, auch auf Bundesebene. Die Debatte gab es schon mit Blick auf Verfassungsreformüberlegungen im Zuge der deutschen Einheit. Sie fand seinerzeit auch eine Mehrheit in der gemeinsamen Verfassungskommission, jedoch nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit. Inzwischen ist man weiter. Auch Verfassungsrechtler haben sich mittlerweile kritisch zur Interpretationsgeschichte des Artikels 20 geäußert. Es scheint, dass die verfassungsrechtlichen Barrieren eingerissen werden, hinter denen allgemeine Wahlen lange Zeit als legitimatorische Exklusivveranstaltung interpretiert wurden, entgegen dem Verfassungstext, muss man sagen. Das dritte Argument für die veränderte Legitimationsarchitektur knüpft an das erste und hat etwas mit der Transformation des Staates, mit Transnationalisierungsprozessen und ganz hautnah mit unseren Erfahrungen im Zusammenhang mit dem politischen Management der Banken- und Finanzkrise zu tun. Hier gab und gibt es nicht nur dominantes Exekutivhandeln, sondern auch eine dezidierte Entparlamentarisierung von Entscheidungsmacht, Entscheidungskompetenz. Die schlussfolgernde Frage ist nicht ganz neu, sie stellt sich jedoch in einer nie gekannten Dramatik. Wie souverän ist der Souverän? Mit Blick auf unsere Tagung kann man die Frage auch umformulieren. Wie relevant sind dann Wahlen noch? Welche Rolle spielt der Souverän noch bei einem Ereignis, das wir Hochzeit nennen und in dem über Repräsentanten entschieden wird, die der Souverän eigentlich gar nicht mehr für so wichtig hält? Ich weiß, meine Überlegungen sind zunächst nicht direkt anschlussfähig an die eher empirischen Fragestellungen und sozialtechnologischen Interessen moderner Wahlkampfführung und moderner Wahlkampfforschung, Wahlkampfplanung, Wahlkampfstrategieentwicklung in Anführungsstrichen. Ich wollte mit meinen Überlegungen dieses System auch nicht unbedingt stören. Wenn Sie aber zum Veranstaltungsauftakt frei nach Niklas Luhmann zum gelegentlichen Irritieren beitragen, dann ist das erreicht, was ich mir für den Verlauf einer spannenden Tagung auch erwarte. Vielen Dank und uns allen wünsche ich noch einen guten Tagungsverlauf. Applaus